Hallöchen Kupos und Kupeginen und so da draußen. Wir kommen wieder. Ja, wir sind wieder da. Nicht wir kommen wieder. Okay. Neue Folge. Final Fantasy 14. Mike ist leicht entgeistert. Ja. Juri ist immer noch da, aber noch immer stumm. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Infame Informanten. Ich muss mal die Musik lauter machen. Die Musik ist cool. Das passt jetzt gerade irgendwie. Zerstöre den großen Felsen! Die Felder sind, die Felsen sind natürlich gleich groß. Ja, voll gleich groß. Ich wollte gerade in guter alter Dragonen-Manier auf den Stein zustürmen. Kann ich ja gar nicht. Ich bin ja kein Nahkämpfer. Ding, ding, ding. Ach, wie schön, dass ich mich selber reinigen kann und mir einfach die Paralyse runternehmen kann. Hä? Fuck! Juri hat was gesagt! Juri! Hä? Was ist denn das? Er redet! Es lebt! Es hat sich getraut, sobald er von irgendwas reinigen hat. Hä, mein Schatz? So, ich muss das Ganze nochmal machen, weil ich irgendwie aus einer dummen Sektlaune meinte, ich kann den anderen angreifen. Was angreifen? Hast du den anderen Typen? Ich hab ihn gerade getötet, ja. Was ist denn richtig? Wie getötet war der One-Hit? Nein, Dreifach-Hit. Was macht's denn eigentlich schon wieder? In der Storyline! Ach so. Auf dem Weg zu Titan, wo du den Stein kaputt machen musst. Auf die Nase beißt. Oh. Das ist so mein Juri, Alter. Jetzt wisst ihr, was wir meinen, Leute. Wir haben jetzt ist auch zu spät, jetzt kannst du auch weiterreden, Juri. Nein, es war ja nicht mehr Absicht und so, also. Wir werden vielleicht mit ihm noch ein anderes Gameplay aufnehmen, damit er aber dabei ist, ne? Das nennt sich Rocket League, ich weiß, es haben viele gespielt, aber es hat ja nichts damit zu tun, das ist dieselbe Gründe bei GTA, denn was tun wir? Wir spielen ihren Spaß. Genau. Ich war gerade verwirrt, wo ich auf einmal hin muss, Alter. Nö. Aber ich muss darüber. Mein Stein ist viel härter als deiner. Und er ist ungefähr doppelt so groß. Schade, dass ich nichts hab, womit ich. Ich kann ihn einschläfern, den Helden. So. Spaß. Ja. So, Nacht. Ah, der widersteht Schlaf. Was ist denn das? Also, dann mache ich was anderes. Dann kriege ich den halt weg. Hier, Wasserstrahl. Ich hab mal was. Unauffällig getrunken. Jetzt will der seinen Felsen sprengen. Ja, ich muss die Bombe kaputt machen. Ja, ich bin dabei. Stirb, Bombe, stirb. Starb! Nee, stirb mit Ü. Starb. Geh sterben. Geh sturben. Gestorben. Die Bombe ist gesturbt. He died it. He died it. Didi statt Gigi. Die. Ach, Sonnenküste, genau, das war hier schon. Oh, harmonisieren. Harmonie. Oh, das ist fast so schön, als ich mich an Juri reibe. Ja, ja. Jetzt kommt's raus. Ja. Was läuft da zwischen euch? Da läuft so einiges an Reibung. Oh mein Gott. Ich wird schon wieder gebetet. Das hat dir letztes Mal auch nicht geholfen. Mike reicht doch normalerweise. Mein Gott, muss doch gar nicht erst sein, oder? Völlig überzogen. Ja. Hm.
So, ich mach mal den Spielmusik-Sound wieder ein bisschen leiser. Es muss jetzt gerade einfach etwas lauter sein wegen der tollen Musik gerade in der Sequenz. Nein, das ist keine Sequenz, aber ich soll jetzt diesen Heldenherrn finden im östlichen. An der Sonnenküste, ja. Ja, das machen wir doch. Ah, Tola ist manchmal so locker. Ja, unglaublich locker. Ich mag das, wenn sie sich aufregt, das war so witzig. Vor allen Dingen, sie regt sich darüber auf, als wäre ich schon die ganze Zeit immer so machen. Sie darf, glaube ich, nie questen gehen. Ja. Die war hat wahrscheinlich sich den Char gekauft. Nee, du weißt doch, da links da, wo sie geboren ist, da ist das so Level 6 und was war das? Ne? 67? Nee, 57. 57, 58, die muss bestimmt, damit sie da vernünftig kommen kann, schon mit Level 60 geboren sein. Ja, wenn du mal überlegst. Läuft da so ein kleines Kind mit anderthalb Jahren, macht seine ersten Schritte, du kommst zu Level 30, haha, ich bin ein großer, starker Rogardin und das Kind, bam, du tot. Ja, so kannst du, ja, hallo, du warst. Ja, ich weiß, was passiert ist. Selbst da habe ich, glaube ich, sogar die Befürchtung, dass das sogar tatsächlich möglich wäre. Markus. Kloppt die dir einfach sowas in die Fresse, so als Kind. Ich würde nur sehen, dass diese Frau was auf dem Kasten hat. Oh ja. Im Gegensatz zu Yuri, weil sie kann was als Heiler, was unser gewisser Herr Yuri anscheinend nicht kann. Ne, Yuri? Böse einen raushauen. Das ist heute für Gerücht. Ja, du weißt ja doch ganz genau was, wie du nicht zu viel sagen. Ja. Was sie da rausgehauen hat? Doch, man stand da etwas entgeistert. Ihr werdet so früh Was war das? Das sind noch gut 25 Level, die wir dafür spielen müssen. Das dauert noch etwas. Ein bisschen, aber nicht so lange. Kommt mal, wie viel wir in einer Folge rein. Ne? Ja, wir müssen. Die haben ja die EP leicht erhöht. Wir müssen nicht mehr alles machen, was in den Orten ist. Hauptstoryline hauptsächlich. Ja. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Nebenstoryline, aber. Ich mach das gern, ich mag Questen. Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir Legion wirklich mal als Play machen, also als WoW. Genau, da wir in keiner WoW-Raid-Gilde mehr sind, wo es dann darum geht, möglichst schnell das Endgame zu erreichen und Raid-Equipped zu sein. Ja. Haben wir da ein bisschen mehr Zeit, können uns das freier einteilen. Deswegen hatte sich auch unser Heavensward-Let's Play ein bisschen verschoben. Genau. Wir müssen uns erstmal um ganz anderen Sachen kümmern. Wir mussten innerhalb von 4 Tagen 60 Stunden Spielzeit aufnehmen. Ja, aber das hat auch was anderes damit zu tun. Wir wollten es eigentlich machen, aber auch ein bisschen später, das wollten ja anscheinend auch ein paar sehen. Aber es gab dann so ein paar Sachen, die uns nicht gepasst haben an WoW. Wo wir gesagt haben, Ach, du meinst jetzt WoD? Du hast gerade Heavensward gesagt. Ich war gerade im falschen Spiel. WoD. Nein, ich meine das mit Heavensward Let's Play. Ja, das kommt ja. Das ist ja die logische Folge aus dem Let's Play hier. Ja, das wird auch kommen, WoW Let's Play. Aber nicht von Level 1 an. Weil das ist nicht wirklich interessant, glaub mir. Wahrscheinlich doch. Einlösung der Rolle, mit der man auf Level 100 steigt. Klick. Das könnte man tatsächlich machen. Wahrscheinlich. Wenn es sowas gibt, außer man muss wieder auf Level 90 anfangen. Aber die Levelphase von WoD war auch nicht schlecht. Ja, aber danach war es einfach so dumm, dass ich das Spiel erstmal boykottieren musste. Das Wichtigste aus WoD haben wir auf jeden Fall mitgenommen, die Levelphase. Der Rest war... meh. Der Rest war Mel. Nein, meh. M-E-H. Nein, der Rest war Mel. Das wenn du das ja manchmal an, deswegen. Lass doch den Herrn Neuer aus dem Spiel. Neuer. Ja. Ganz halt mit der Odi-Musik im Ohr. Ich weiß doch nicht, was sie nicht geht. Ja, ist Stolle halt wirklich keinen Bock auf Questen.
sie keinen Nerv braucht. Leuten helfen, ohne eine Gegenleistung dafür zu verlangen? Was bin ich denn? Die Stohler halt. Das läuft bei mir. Sag ja, die ist mit Level 60 auf die Welt. Ja, auf jeden Fall. Obwohl sie ja immer Fragezeichen drüber stehen hat, welches Level sie wirklich hat, weiß man gar nicht. Vielleicht passt sich das immer an, so wie sie gerade will. Ja, ich glaube auch. Brauche ich Questen. Ich würde auch so lustig finden, Tataru muss ja Questen, wie man festgestellt hat. Ja. Das... Die ist nicht mit auf Level 60. Nein. Aber dazu sage ich, dazu würde ich mir, würde ich irgendwann nein, mal noch... Nein, sagen wir, mehr sagen wir dazu. Ja, ich würde da jetzt was Genaueres zu sagen, aber nein, dann würde ich spoilern. Ich würde jetzt... Warte mal ein, du Schwein. Hä? Los. Hä? Was soll ich? Hallo? Falsche Taste gedrückt. Ich wollte mir nicht dein Profil angucken. Da. Ach, wir sollen in den Finsterwald. Ich muss erstmal den gemästeten Hering auslegen. Achso, das hast du noch gar nicht gemacht. Nein. Siehst du aus? Ah, du meinst die Level 30er Questet, was? Was? Nee, du meinst die Hauptquest. Ja, ich muss den Hering auslegen. Ich bin bei die drei Köstlichkeiten. Ich bin bei der Tauglichkeitsprüfung. Ach doch, da hinten war ich, glaube ich, sogar schon. Ja, da warst du gerade. Weiß ich nicht mehr. Du bist wieder 2 Minuten voraus. Hast du den Ballon-Nock-Nöck schon umgebracht? Ja. Ich muss nur noch nach dem Finsterwald. Ist doch voll gewollt, dass der bei dir in der Range stehen bleibt. Ja. Und schon ist Yuri wieder im Ruhezustand. Ja, ne? Von der Feigling. Yuri! Hä? Ja, siehst du, du musst ihn anschreien. Der Mann ist schon taub. Man muss ihn immer wecken. Ja. Der schläft halt immer diesen Sekundenschlaf. Das kommt halt im Alter. Man muss ab und zu mal die Windel wechseln. Das mach ich aber nicht. Das ist nicht unser Job. Ach ja. Heinz Schneider. Heinz Schneider? Ja. Ich tippe darauf, dass das ein deutscher Spieler ist. Nein, das ist bestimmt ein Amerikaner. Das könnte wirklich sein. Das ist dann Heinz Schneider. Heinz Schneider. Oder Michael Schumacher. Ja. Schumacher. Schumacher. Oder Sebastian Vettel. Vettel, das hört sich so... Das hört sich so durch Vettel an. Vettel. Weil mir Vettel eigentlich alte Hexe bedeutet. Ja. Gut, jetzt haben wir in den Fistorwald. Camp Seelenruhe. Keine Sorge, ich geb's aus, ich hab ja auch Teleport-Tickets. Boah, voll awesome! Awesome! Teleport for Lau! Ja. Continuous. Contenance, meine Lieben. Contenance. Cognition. Ja, okay. Genau. Der Adamantaiman. Die guckt ja auf einmal so weit. Ich weiß auch nicht so. Voll verwirrend gerade gewesen. Die Sterne. Aber sein Haar weht. Ja.
Das ist der Indianerwind in seinem Haar. Meins auch. Analwind. Analwind in seinem Haar. Hm. Ja, das die drei Stadien einer Beziehung. Im Stadium 1, man unterdrückt das Pupsen. Stadium 2, man pupst, während der andere dabei ist. Und Stadium 3, man ruft den anderen rüber, um den Pups zu riechen. Hm. Genauso ist das. Nicht anders. Ein unbekanntes Ort entdeckt. Bist du denn? Auf dem Weg zum Ei der Taiman. Warte mal, ich dachte, du bist doch hier oben. Weil meistens brauchst du ja länger. So lange dann doch wieder nicht. Die Nebenquests hast du nicht angenommen, ne? Nein, ich habe mir jetzt gerade nur die Hauptquest angenommen. Wir sind eh 2 Level voraus, oder ich zumindest. Ne, wir. Rothutpilz. Dabei der Rothut. Ey. Läuft. Das geht schon wieder super los hier. Wir pullen wieder alles außer das, was wir sollen. Aber diesmal haben die keine Hexagon-Buddies. Ja. Oh, eine freundliche Präsenz. So. Jetzt machen wir uns das ein bisschen einfacher. Ich hab nur drauf gewartet, das nächste Mal. Ja. Da schlage die Sportfliegen. Sportfliegen, stell dir mal vor. Eine Sportfliege. Ich stehe jetzt mal dran, haben wir eine Sportfliege. Jetzt soll ich da nochmal draufklicken. Ja. Eine Sportfliege. Nee. Statt. Bzzz, bzzz. Sportfliege. Oh Mann. Hätte ich irgendwie lustiger als gedacht. Die Vorstellung, was man daraus alles jetzt bauen kann. Gibt's dann auch Insekt-Olympia? Nein, das ist ja Insekt-Olympia. Deine weiter schöne Landenöl. Wurmhaube. Jetzt lese ich überall Sportfliegen wegen dir. Ist ja auch gut, Sportfliegen. Ja, gefallen das. Pilzsammlerlauf. Sportfliegen nennen, das wird tatsächlich gut. Pilzsammler sind in Gefahr. Markus, merk dir mal bitte, mach mal einen Mark oder so dafür die Folge, dass du die Sportfliegen nennst. Moment. Das kriegt jetzt gar keiner mit, dass ich gerade mir einen Mark mache. Ja, sonst vergisst ihr das wieder, genauso mit dem blöden Video, was er mal unten verlinken soll. Ja, welches sollte ich nochmal verlinken? Die Schokomoppel. Ah, okay. Das markiere ich mir jetzt allerdings nicht, damit ich es wieder vergessen kann. Sportfliegen, ey. Ich finde das gerade irgendwie viel zu geil. Ja. Ich fand ja lustig, dass in Final Fantasy X das Schiff, mit dem man von einer Insel auf die andere übergesetzt hat, mit Chocobo-Antrieb betrieben wurde. Ja, mit Chocobo-Antrieb. Mhm. Ist ganz normal. Hat man dann mir gesagt gehabt. Der Chocobo-Antrieb. Einfach nur Chocobo in riesigen Laufrädern, wie so Hamster. Ja, warum ja, nicht? Warum nicht, genau. Wir haben sie genug Bisakin? Ja.
fertig trinken. Oh, Billy Bob Squarepants. Das ist der Bruder von SpongeBob. Hm. Mhm. Ich glaube, ich weiß es nicht. Das ist aber keine Sportfliege. Billy Bob Sportpants. Nein, nicht wirklich. Wir haben ja immer noch unser Knöspchen neben uns. Wann geht denn das weg? In 10 Jahren. Okay. Dauerknospen, auf so Level 60 angehört sich, wie haben wir das gemacht in der Zeit? Das finde ich irgendwie lustig. Wir haben noch nicht genug Online-Zeit wahrscheinlich für die Knospe. Weiß ich nicht, wann die weggehen. Früher war die relativ schnell weg. Ah, ich weiß es nicht mehr. Naja. Hä? Ach du bist eh eine Knospe. Er ist ein feines Blümchen. Er ist ein feistes Blümchen. Oh. Du bist nicht begeistert, dass ich dein Ei nehme. Freu dich gefälligst. Sei glücklich. Sei glücklich, dass ich deine Familie beklaue. Dass ich deine Kinder essen möchte. Ja, Naja, da wir uns jetzt hier des Nestraubs betätigt haben und damit äußerst geschafft sind, einfach mal Tschüss für diese Folge und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, rein. Denkt daran, bleibt Sportfliegen. Ja. Genau. Ey, ich finde das gut, das muss irgendwo ein Nickname bei mir werden. Ja, ich lasse dir dann aber die Aufgabe zuteil kommen, such dir das Spiel aus. Ich weiß ja nicht, welche Sportfliege finde ich gerade echt zu lustig. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Hä?